Weiter geht's. Heute geht's wieder zurück in die Naturzone. Wir sollen nach Claw City. Und das machen wir heute. So. Komm, gehen wir. Hoch. Der Arenaleiter kommt persönlich vorbei und uns verabschieden. Wow. Ich weiß. Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde. Mein Gott. Wirst du nicht. Keine Sorge. Tja, viele der Arena-Challenger geben auf, bevor sie die ersten drei Orden haben. Sie stehen tatsächlich noch wenige gegen mich, dass ich mir gerne Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Puh, gerade noch rechtzeitig. Herr Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Kev, habt meinen Glückwunsch. Reife Leistung in Cabo zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arena-Leiter, sondern auch als eure Fans. In der Tat, um euch die Zeit, um wieder Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fangesang für euch ausgedacht. Oh, bitte nicht singen. So, das schneide ich mal ganz kurz. Die Arena-Leiter, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Wenn ihr weiter an euch auch eure Pokémon glaubt, werdet ihr diese besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Ah, danke, das haben wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir in der Arena natürlich gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's. Claw City wartet. Ja, wir gehen jetzt heute nochmal in die Naturzone. Ja, mal gucken, ob wir tatsächlich schon weitermachen können. Ob wir da unser nächstes eisernächstes Mitglied davon können. Oh, wieder neue Raids. Cool. Da ist uns ja wieder Naturzone. Stärker und besser als je zuvor. Was wirklich liegt irgendwo da drüben. Na, da müssen wir durch. Ach, theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir es doch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, könnten wir jetzt hier gleich auch stärkere Pokémon schleppen. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange mir eine richtig pächtige Pokémon. Los geht's, ein neues Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Das kommt bis, ja, bis 35 können wir jetzt fangen, okay. Ja, die Arbeit könnt ihr euch sparen. Ist doch offensichtlich, keiner von euch das Zeug hat, Arena Challenge zu bestehen. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es, kann es nicht weit her sein, wenn er nun wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da, wie war dein Name nochmal? Hopsala? Du hast es ja nicht mal in Pokémon gerade zu werfen. Halt, jetzt halt einmal die Luft an. Erstens meine Wurftechnik, absolute Spitzenklasse. Und zweitens mein Bruder, der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tust du einen Kampf. Du gegen mich. Und vielleicht musst du jetzt zum Staub legen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Ja, das ist der Richtige. In der Gala 2, Mine 2 hat Kev kurz einen Prozess mit dir gemacht. Hast du das einfach schon vergessen? Wenn du zu schwach für meine Rivalen bist, hast du doch keine Chance gegen mich. Ah, immer redest du nur von Kev und dem Champ. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft. Kev, du kannst schon bei euch vor nach Claw City. Wir sehen uns dort. Ja. Ah gut, vielleicht kommen wir doch die nächste Entwicklung schon. Weil ich schon mal jetzt in der Naturzone sind, mache ich mal kurz gleich einen Abstecher zu den Buddelbrüdern. Ich musste gerade überlegen, wo sie sind. Oh, ich glaube, die sind da hinten, oder? Wahnsinn, wo waren sie denn? Wo waren sie denn? Oh, wir haben das Fahrrad. Komm. Wo waren die denn jetzt? Ich kann doch gerade nicht auswendig, wo sie sind. Einige Pokémon, aber die fange ich jetzt nicht. Ich vergesse nicht in der Naturzone Pokémon, weil sonst sind wir hier 5 Folgen drin. Das mache ich immer ein bisschen offscreen. Hier. Ah. So, hier schneit es. Die Frage ist, ob ich hier mein nächstes. Sag mal, hier ist Nibel. Hab ich schon. Boah, hopp. Folg mir nicht. Alter, was ist hier los? Meine, das ist hier schneit, ist gut. Oh. Wolli. Oh. So. Nehmen wir mal die. Was mit? So, hier sind einige Pokémon. Was haben wir hier? Ach, Tektas. Geradax.
Ah, genau, da hinten das Haus habe ich gesucht. Das Haus habe ich hier gesucht, weil die müssten hier irgendwo stehen. Da stehen sie doch. So, und ich brauche einen Sonnenstein. Aber ich hoffe, ich finde einen. So, die Frage ist, kriege ich jetzt einen? Okay, wir haben ein paar Minuten mehr Möglichkeiten. Sternstaub? Ja. Granitstein? Ja. Ja, scheiße. Okay, dann versuchen wir es mal hier. Ja, was geht? Ich habe eine gute Technik, aber mein Bruder hat mehr Ausdauer als ich. Für 500 Watt glaube ich, einen Schatz anzahlen, das musst du vorher speichern. Gut, dann machen wir mal. Steinknochen. Mehr nicht. Funkelstein. Und Sonnenstein. Sternstaub. Mein Gott, habt ihr keine Aus. Nur ein oder zwei Schätze. Ich brauche mal ein bisschen was. Donnerstein. Ja, es muss reichen. Ich will hier gerne eigentlich. Sonnenstein. 50 Watt. Wie auch immer eine Möglichkeit. Da vorne ist noch was. Dann müssen wir es mal so weiter bauen. Jetzt würde ich das tatsächlich erst aufs Spiel machen. Das ist blöd. Megalithen-Ebene. Die schneit es sogar. Steine stehen immer gut, weil ich definitiv noch ein Eis-Pokémon ins Team nehme. Ne, es ist Petsnief. Okay, das ist wichtig. Ich will ein anderes Eis-Pokémon eigentlich ins Team nehmen. Das muss ich vielleicht noch lange warten, weil ich hoffe auf Route 8 oder so gezogen. Gibt's das, glaube ich. 90. Das muss ich mir jetzt nehmen. Eiswaffel, da brauche ich auch nicht. So gut ist der nicht. So. Ein Mogelbaum, das haben wir ja gefangen. So, ich muss nochmal zu dem Buddy dann gleich. Ich versuche jetzt gerade was zu fangen. Nochmal was zu holen. Ich muss nochmal einen jetzt fliegen. Da. Oh, ein Rizoros. Hab wahrscheinlich noch nicht fangen gemacht. So, ich muss mal gerade was gucken. Jetzt habe ich jetzt wieder ein Pokémon angehabt. Geh ich mal ganz auf Speichern, weil ich will mal gucken, ob es tatsächlich hier dieses Pokémon gibt, was ich haben will. So, jetzt muss ich gerade gucken. Okay, nicht gucken. Ist das hier gibt oder so? Wutanfallsee gibt's das. Okay, dann machen wir uns gerade gucken. Wir werden wahrscheinlich am Steh. Wiege des Giganten, Sandsturmkessel. Wut des Giganten. Wutanfallsee. Okay, dann müssen wir da oben links und dann müssen wir auf Schnee gehen. Okay, dann kann ich versuchen, sogar schon. Nicht auf richtig? Nee, hier, weiter geht's. Ist auch viel Schnee. Ich hasse das, wenn ich angesprungen werde. Wenn ich weiterkomme, sondern angesprungen werde. Wenn den City machen wir jeder nach. Den Cross City machen wir so wieder links vor, jetzt weiter. Weil da jetzt irgendwas anzuschneiden, habe ich jetzt. Mache ich das nicht. Was habe ich? Hut des Giganten. Ich frage jetzt aber, wo wir überhaupt hinkommen jetzt.
Oder ob wir doch noch warten müssen. Oh, ein, ich komme gar nicht auf den Namen. Weiter wegen Umpelkutille. Ich glaube, wir kommen da gar nicht da hoch. Weil wir müssen mal da hinten hin, glaube ich. Oder? Ja. Ja, ach, da müssen wir noch warten. Ich hasse es zu warten. Na gut. Warte mal. Wenn ich schon überhaupt meinen. Noch ein weiteres Teammitglied, das muss ich auch hier irgendwo finden, oder nicht? Auch alles. Gut, dann fall sie. Okay, dann müssen wir warten, bis wir tauchen, bis wir links können. Ich hüpfe nochmal zu den Bullybrüdern kurz. Ich habe jetzt die 500 irgendwas. Oh, Alter, was ist hier los? Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da kam Karma von rechts, von links. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Glück habe jetzt gleich. Jetzt setzen wir uns mal noch einmal verlieren. Oh, Royal. Bin ich auch mal angeschnitten schon. Habe. Oh, warte mal. Das wohl nicht. Komm, jetzt gib mir, was ich will. Warte mal. Was hast du jetzt gerade gesagt? Jetzt bin ich okay, dann müssen wir gucken, wenn wir mal ein bisschen Glück haben. Gut. Sonnenstein und Pocken. Metallmantel. Ich brauche keine Metallmantel. Ja, du hast gut was gefunden, aber ich habe keinen. Ich habe keinen Sonnenstein dabei gehabt, ne? Blattstein. Funkenstein. Ich habe keinen Sonnenstein dabei gehabt, oder? Nicht. Schade. Ah, da muss ich wieder kommen. Na gut, dann machen wir. So, erstmal weiter. Ich sehe ein Item. Scherenstaub. Warte mal, ist das hier bei Burma? Übertreib es doch nicht, ey. Das Liebe ist ziemlich anhänglich. Hör auf, hör mir auf. Ich kann nicht mal flüchten. So, dann muss man diesen Eissturm an. So, komm, bitte dann. Nicht, ne? Ja, okay. Schade. Okay, dann müssen wir wirklich warten. Bei 40. Ja, wir müssen auf jeden Fall
Aber sobald wir das schwimmen können, ist das ein Wutanfallsee. Ja, dann muss ich mein Team jetzt weiter auffüllen. So. Ich kann jetzt hier ewig wieder in so einer Naturzone rumhängen. Ja, die Frage ist, habe ich genug? Ne. Leider nicht. Na gut. So, dann machen wir es mal. Also die meisten Pokémon, die wir hier finden, sehen, müssen wir tatsächlich dann nochmal aneinander fangen. Hey, wir können hier schon wieder zusammen, aber ich krieg den nicht zusammen. Ich kann den nicht fangen. Ich kann den nicht. Und da muss viel Glück dabei sein, dass ich den Buddeln lassen kann. Mach das mal rauskriegen. Sonst dass ich da Zeit zu finden. Dann sehen wir uns während der irgendeiner nächsten Folgen nochmal die Entwicklung an. So, was haben wir hier? Meine Schnee ist gar nicht mal so schlecht. Nochmal, ich möchte ein Eis-Pokémon ziehen. Aber. Ja, da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Gut. Ah, eine Arena-Challenge noch nicht wahr? Dürfte ich mal kurz eine Arena-Orden überprüfen? Dann bei den Pflanzenorden, den Wasserorden und den Feuerorden. Wow, du hast drei Arena besiegt. Halt sich dir von Engine City. Also weiter so. Du schon wieder. Warte auf. Hopp, der wird nicht kommen. Seine Niederlage hat er nicht nur sich selbst vermittelt, sondern auch den Champ, der meine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich er wäre, würde ich mich jetzt der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Sieh da, wie wir meine Orden sehen. Bitte sehr. Danke, Challenger Mathis. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsident verabredet. Und dein Liga-Präsident. Ihr habt bestimmt was miteinander. So, okay, dann haben wir das. Guck mal, ob ich hier noch ein Item irgendwo habe. Okay, gut, dann mache ich hier Feierabend für heute. Wir sehen uns wieder nächste Folge. Dann kümmern wir uns um Klossity.